Da war was mit bisher. Das könnte auch von mir gewesen sein. Gut ausgewichen, China. Wenn du einfach weggelaufen bist eigentlich, aber... Nein, ich darf keinen Tempest machen, muss man merken in dem Kampf. Ja. Ich sollte auch wahrscheinlich auch besser keinen Nahkämpfer. Genius, was tust du hier vorne? Seit wann sind Magier in erster Reihe und kämpfen mit den Schwertkämpfern direkt mit? So, jetzt einfach nur noch blocken. Oh, 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 weg! Du. Bam. Wegspringen! Au. Ja. Er ist wirklich böse, auf jeden Fall. Genau so. Nein, 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 nein! Aber ich kann mich auch nicht totlassen, weil... Das wäre es dann gewesen hier für die Leute. Ich lasse mich jetzt eben noch heilen. Und wenn er gleich irgendeinen starken Zauber machen will oder irgendwie irgendwas anderes, dann muss ich einfach nur Ruhe-Attacke. Was kommt? Ne, 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 kriegst du nicht. Das war zum Beispiel das, was ich meinte, wenn er irgendwas Starkes macht. Zum Beispiel Explosion. Weil das tut weh. Das war richtig. So, ich schau mal drauf und damit den Kraftschub, den kriegt er dann halt sobald er auf dem Boden. Oh, shit, 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 shit. Mama! Ui, ui, ui. Was halt alle? Scheiß auf Carsten, heil deine Schwester, du Arsch! Was? Nein, 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 komm her! Stehen bleiben! Ja, komm, greif mich an! Und tschüss! Nein! Ich laufe noch direkt in die Attacke rein! Hätte nicht gedacht, dass er auf China zählt, hätte er zielt auf mich. Aber man sieht, er kann. Shit, ich sehe gar nicht, ich habe überzogen. Egal. Dann mach jetzt einfach die Doppelfolge. Ich habe sogar extra noch voll auf die Uhr geguckt. Dachte mir, vielleicht... Wow. Ich immer Deckel, der will mich angreifen. Und dann greift er die anderen an. Ja, komm. Double Demon Fang von mir. Ja. Ja. Guard Break. Was hast du jetzt? 45.000. Genius, du brauchst eine Ananas. Was machst du da? Was ist das? Da, weg! Nein, das war... Vielleicht sogar Meteor Storm wieder gewesen. Das will ich nicht. Ach, komm! Beleb mich. Stopp! You're not getting hier weiter und so, ne? You know English? English not good for you. Und da hat er wieder seinen Kraft. Ah, perfekt! Wundervoll. Kraftschub und dann auch noch kurz betäubt. Yes! 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 Endlich! Du verdammter Penner, endlich hast du deinen. Das ist mir jetzt egal. Ändern. Ich wende euch nochmal. So? Ah. So endlich, ne? Gut. So. Endlich kann ich's mal zeigen. Judgment! Bam! Dingens Mystic Art, wie heißt der? Vergiss den Namen schon wieder. So, kurz warten. Oh, oh, oh. Genius, belebt mich mal bitte wieder, sonst sterben wir alle jetzt gleich. Jetzt belebt mal deine Schwester wieder. Und sterben wir auch wieder alle. Wie lasst du noch? 28.000. Super Lightning Blade. Invasion Beast. So, jetzt kann ich was machen.
Oh, scheiße. Ich war ja fast tot. Auf mich, gut. 25.000. Weg, 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 weg. Ha, hinter dir. Shit. So, Rain, ich weiß nicht, was du gegen China hast, aber ab und zu heilen wäre schon geil. Thunder Arrow. Uiuiuiui. Das ist böse. So, heilen wir mal die Genies. Der tötet sich auch mal so passend genau, damit die Heilungen kommen. Wie hast du... Na, ich will keinen Ground Dash abbekommen, weil das würde China wahrscheinlich nicht überleben. So, komm. Indignation. Ah gut, Indignation ist zum Glück auch eins für... Ja, komm. Bam. 3400. Oh, das ist guter Schaden von Indignation. Zwar wenig Combo, aber gut Schaden. Ah, gut. Diesmal nicht. Weißt du was? Ich hätte auch mal gern mein, Tod. Ja. Nein. Besser nicht. Kein Tod für mich. Oh, warum kriegt der schon wieder? Hallo? Hier, ziel auf mich. Nein, ziel nicht auf mich. So, bitte lass mich schnell sein. Bitte lass mich schnell sein. Bam! Hat er gerade gekotzt? Das wäre so... Gut, ich bin ausgewichen. Ich sollte nicht mehr immer so in die Richtung meiner Magier rüberstehen. So, komm. Tidal Wave. Ja, perfekt. Ich habe ihn noch drin in der Combo. Also nicht in der einen Combo von ihm, aber auf jeden Fall in einer neuen Combo oder was auch immer. So, bla. Weg! Stirb! Wir waren schon Speedstiefel bekommen. Ja, das war ein Gegner. Haben wir ihn besiegt? Oh, oh, was zum? Es ruft nach mir, Nibilim. Er möchte unsere Seelen verschlingen und uns in Kreaturen der Finsternis verwandeln. Die Einsamkeit und Isolation dieses Mädchens ist die passende Finsternis an meinen Körper. Plusser! Lloyd, Plussers Körper ist besessen! Das ist ein Necronomicon, wenn wir es irgendwie... Ich? Was hab ich gerade eben gemacht? Nicht wichtig. Jetzt alles wieder in Ordnung. Ich habe mich wieder Probleme bereitet. Es tut mir leid. Nein, Plissea. Die Waffen der Finsternis waren das. Es war nicht deine Schuld. Ich zeige dir, was wir mit diesem Ding tun sollten. Bam! Fireball! Und weg. Nein! Das wertvolle Necronomicon. Das ist einmaliges Forschungsmaterial. Professor. Das ist nebenbei Plisseas bester Titel, wenn man so halt von den Werten gehen will. So. Nachdem Abyssion jetzt besiegt ist... Können wir zwar eine andere Waffe ausrüsten, und zwar Nistabilim. Die schwächste Waffe, die Lloyd hat. Eigentlich. Man achtet jetzt auf den Schaden. Warum machst du so wenig Schaden? Wohl, Moment, lass mich mal vergleichen. Kusanagi. Achso, ja, das ist eine Fitten. Ja. Ich bin auch ein intelligentes Würstchen. Eine Finsterniswaffe. Warum macht sie so wenig Schaden gegen Finsternismonster? Warum wohl? Also eine Bilim ist so eine Waffe. Die wird mit jedem Gegner, den man besiegt, stärker. Was mir gerade einfällt, mir ist noch ein anderes Sidequest eingefallen, die auch noch sehr lang ist und die es auch noch gibt. Gut, ja. Dazu kommen wir gleich. Ja. Also, eine Bilim ist eine Waffe, die wird mit jedem Gegner, wenn man besiegt, immer stärker. Also, halt, je mehr man besiegt, desto stärker. Ja? Wie ich eben schon gesagt habe, ich wiederhole mich. Das war's eigentlich schon. Nein! Wow. Perfekt ausgeglichen. Und wenn man seine Spieldaten überträgt und auch die Kampfdaten, also sowas wie Kombos und so alles, und halt auch im Endeffekt auch besiegte Monster...
wird die Waffe halt in den späteren kommen. Wird die Waffe auch in den späteren Spielen auch stärker natürlich. Ja, komm, machen wir die schnell fertig. Ich war schon in Ordnung, gleich eine Bienenmodus auszuprobieren. Ja, also in dem Bienen wird dann halt, oder an sich eigentlich alle Waffen von denen. Aber bei mir wird es eigentlich nur normalerweise eine Bienen sein, weil ich mit den anderen ja nicht so häufig kämpfe. Das hängt ja davon ab, wie viele Monster man selbst getötet hat, glaube ich. Nicht wie viele insgesamt getötet wurden. Und da ich eigentlich immer nur mit Leuten spiele, wird dementsprechend auch sein. Aber wo kommst du plötzlich her? Ich wurde aufgelauert, du Penner. Ja, das ist ein Billim dann dementsprechend halt bei mir die stärkste Waffe. So, so als nächstes haben wir das Kolosseum für uns. Und da. Und die Sperre und Mysterium. Ach genau, was mir gerade einfällt. Ich kann ja diese Sachen ausrüsten, die ich bekommen habe. Den Hyperhandschuh. Erhöht Treffenwert, komm, gehen wir mal. Und die Speedstiefel erhöhen Geh- und Kampfgeschwindigkeit ab. Obwohl, nee, Moment. Eisenklaue wieder und. Wie ist denn der Hyperhandschuh im Vergleich zum Schild? Bin hier. Nee, egal, er kriegt seine. Er kriegt die Speedstiefel. Obwohl, wenn ich ihn nicht einsetze, aber auch Wayne. So, dann laufen wir jetzt mal nach Meltokio. Fliegen. Oder wie auch immer. Da kann ich mich auch nebenbei heilen. Gerade haben Perseus Haare gezuckt. Wenn du mal ein bisschen zurückspult, der kann es sehen. Sobald ich rausgegangen bin, haben Perseus Haare kurz gezuckt. Sah witzig aus. So, Meltokio. Ich brauche mich gar nicht heilen, sehe ich gerade. Ich bin ja voll geil. Ha, geil. Meltokio. Meltokio geht nach links. Zur Arena geht's nach links, meine ich. So, hier gehen wir mal schnell auf den Speicher. So, dann mache ich hier mal einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.